So, hallo, herzlich willkommen zur 165. Folge Let's Showplay Minecraft. Ich werde mal sehen, wie das mit der Stimme ist. Der Hals ist nämlich ein bisschen rau, auch wenn man das vielleicht noch nicht hört, aber liegt auch daran, dass ich gerade kräftig was lutsche und hier auch kräftig Heißgetränke mit Honig zu mir genommen habe, bevor ich die Aufnahme begonnen habe. Ja, ihr seht es links oben, lässt sich schlecht drauf zeigen, aber ich bin inzwischen auch auf der 181. Die scheint ja erfreulicherweise recht gut zu funktionieren, obwohl ja inzwischen auch schon wieder ein Pre-Release raus ist von der 1.9. Und 1.9 soll demnächst kommen und dann kommt auch noch die 1.10 und sprich, die Community ist wieder mal in Bewegung, in, na, ich möchte es nicht nennen, nicht Panik nennen, aber jede Menge Action und jeder will wieder der Erste sein, der was mit 1.9 oder 1.10 oder was immer da auch kommen mag, machen will. Ich werde mich da ein bisschen zurückhalten, einfach erfahrungsgemäß aus den letzten Updates. Na, 1.8 lief ja trotz Pre-Release nicht so gut und nicht so stabil. Da musste recht schnell die 1.8.1 nachgeschoben werden. Ich habe mal den üblen Verdacht, dass das mit der 1.9 und 1.10 nicht anders sein wird. Deswegen werde ich mich also hier mit dem Updaten ein bisschen zurückhalten und ja, einfach ein bisschen länger auf den alten Stati, auf den alten Versionen bleiben, jeweils, weil ich schleppe ja diese Welt schon seit der 1.2 mit mir rum und die möchte ich ungern in die Tonne klopfen müssen oder da was kaputt gehen lassen. Ja, wir sind hier wieder in El Andalus und ich war des Nachts unterwegs, habe also meine ersten Endermen auch schon erledigt und kräftig Beute gemacht in der Nacht. Mit den Einstellungen, die man jetzt machen kann, wo haben wir es hier, Video Settings, dass man also nachts die Helligkeit ein bisschen aufdrehen kann, das habe ich hier so leicht gemacht, ist man also nachts gut unterwegs, muss ich sagen. Das Jagen macht jetzt richtig Spaß und ich habe hier auch fleißig Beute gemacht, wie ihr seht. Habe hier also Skelette jede Menge abgefangen, Rotten Flesh. Da muss ich mir mal zusehen, dass ich mir einen Köter zulege wieder. Dann haben wir hier Gunpowder geerntet, Strings, jede Menge Spinnen. So, das Fleisch, das packen wir in den Ofen, das kann durchbrutzeln. Das finde ich läuft auch ganz gut. Hier mit dem Fleisch, mit dem Essen. Ich bin ja sowieso immer zwischendurch mal auf Schweinejagd und habe da meine Truhen gut gefüllt. Bin jetzt hier auch auf der 181 komplett ohne Mods unterwegs und man kann eben halt trotzdem das Fleisch stacken. Dann werden wir noch ein bisschen hier mitnehmen, ein bisschen Redstone. Gleise, ihr seht, ich habe jetzt auch hier mal keine Diamantenschaufeln, sondern einfache Steinschaufeln, weil ich gerade kein Metall habe. Das habe ich hier alles verbraucht, verbraten. Ich frage mich mal, wofür? Werden wir gleich sehen. So, dann werde ich mir ein bisschen Fackeln hier noch machen. Redstone-Fackeln, nicht mehr, dass mir die unterwegs ausgehen. Also nicht, dass sie verlöschen, sondern einfach, dass ich dann einfach keine mehr habe. So, und das geht ja jetzt zack. Ja. So, schön ruckzuck. Den einen Redstone können wir dann wieder in die Truhe packen. Stone haben wir dabei, Kohle. Soweit Gleise, Power Rails, pipapo. Ja, und Dynamit, also TNT, werde ich mir jetzt auch in die Mine mitnehmen, denn da habe ich eine interessante Stelle entdeckt, an der ich jetzt einfach mit euch weitermachen will. Am Bauernhof können wir gleich mal vorbeigucken. Habe ich inzwischen auch die neuen Fence Gates eingebaut, dass man also hier zack schön reinkommt und hier, also auch unter der Brücke, na, nicht dass da was durchmarschiert durch das Wasser. Gut, Hühner vielleicht, aber sonst, die flattern halt auch über den Zaun rüber und irgendwer hat mir hier wieder meinen Krempel zertrampelt. Ich werde das hier mal schnell abernten. Also mit den Feldern muss man noch ein
bisschen aufpassen, dass einem nicht hier alles kaputt geht. So, zack, hier rein. Und hier müssten wir die Sachen haben. Ihr seht, ich habe hier also auch zwischendurch schon mal fleißig abgeerntet. Sieht's mal hier hin. Das Kornfeld müssen wir also wieder aufbauen. Und klasse, es regnet. Also, ab unter Tage. Jupp, komme ich hier runter? Ja, ich komme hier runter. So, habe ich hier. Die Truhe ist leer. Sehr schön. Dann kann ich das Wägelchen hier gleich mal nach unten schicken. Und hinterherlaufen. Und ihr seht, ich habe hier also in der Mine schon fleißig Holzträger eingezogen. Ja, dass das hier also so schön abgestützt wird und nicht abstürzt oder einstürzt. Na, hier ein paar Treppen hingebaut. So, dass das alles ein bisschen gestaltet aussieht. Ja. Und eine interessante Ecke habe ich noch gefunden, die ich jetzt mit euch erkunden möchte. Spitzhacke ist fast am Ende. Jetzt ist die Frage, wo war diese Ecke? Jawohl, hier ist er. Haha, da sieht man nämlich da unten schon Pilze wachsen und ja, ich werde einfach mal zusehen, dass ich mir hier den Weg nach unten freihacke. Genau, da lang ist nämlich nichts mehr. So, da haben wir. Müssen wir mal sehen, dass wir hier irgendwie in der Wand heile runterkommen. Na, die Minecart-Strecke muss er dann eventuell auch noch hier runterführen. So, mit dem Licht, mit den Fackeln finde ich ganz interessant. Das sieht man nachts, dass die also einen Bereich haben, wo sie also gelb ausleuchten und nachts wird es dann, da wo die Fackeln nicht so hinleuchten, da wird es dann grau. Da wird dann also auch zum Beispiel der Sand, der ist dann nicht mehr gelb, sondern grau. Wir sind jetzt hier unten in dem Bereich. Hier, da habe ich also schon alles ausgeleuchtet. Genau, hier könnte man noch weitermachen. Zack, zack, das werde ich mir hier mal wegklopfen. Ach, da haben wir Eisenerz, sehr schön. Es lohnt sich doch immer wieder mal, in so einer Ecke was wegzuhauen. Leider ist das hier das Einzige. Okay. Macht aber nichts. So. Defense Gates werde ich nicht brauchen. Cobblestone werde ich ab und zu mal brauchen. Dirt vielleicht. Holz. Also Stämme, um hier das zu machen. Und jetzt habe ich natürlich oben das Fleisch liegen lassen. Wollen wir mal sehen, ob ich hier unten Hunger leide. Aber deswegen habe ich nämlich hier gewartet. Hier seht ihr jede Menge Pilze und ein Enderman. Okay. So, komm her, Junge. Dich machen wir. Oh, der ist gerade verschwunden. Die Frage ist, wohin? Da ist er. Tja, Junge, kannst dich nicht bewegen. So, da haben wir ihn erlegt. Ohne dass er uns größeren Schaden anrichten konnte. Das finde ich mal immer gut. Und dann schauen wir uns mal vorsichtig hier unten um. Und viele, 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 viele Fliegenpilze. Haha, und Eisen, sehr schön. Das lohnt sich doch mal hier. Das werden wir hier alles abernten. So. Zack, die Spitzhacke gezückt. Die ist ja auch kurz vorm Ende. Das heißt, ich werde irgendwann wieder mal zurück. Oh, und Gold haben wir hier sogar. Und ein Creeper. Okay, der kann uns aber. Hat uns natürlich die Rüstung vom Leib gefetzt. Wo kam der denn her? Okay, also ich glaube, ich muss hier erstmal ein bisschen sichern. Dass wir hier. Oh, die hier bauen wir unter der Ecke. Das ist nicht so gut. Wow.
Da krebs noch irgendwas rum. Aha, Skelett. Zack, das ist jetzt auch schön mit den... mit dem Bogen. Das sind also Skelette und Creeper. Also die meisten Mobs erledigt man hier mit zwei Schüssen. So, nicht, dass mir hier noch was auf den Kopf fällt. Komm her, hier erstmal alles einsammeln. Schön die Pilze. Die sind hier natürlich schön gewachsen, weil ich mich relativ viel hier in der Gegend aufgehalten habe. Denke ich mal. Und hier so will, wachsen die natürlich. So, sammeln wir hier mal alles ab. Gerade die Blütenpilze sind natürlich schön, um sich da schnell irgendwelche Häuser zu bauen. Das hat der D4L in einem Tutorial einfach kurz gezeigt. Ich finde diese Pilzhäuser, die man da machen kann, einfach so schön so für unterwegs. Genau, wenn man also unterwegs einen Stützpunkt bauen will, dann haut man da einfach einen Fliegenpilz hin, düngt den mit Knochenmehl. Und mit Leitern und ein bisschen Holz kann man sich da recht schnell eine wunderschöne Notunterkunft bauen. Fand ich ein sehr reizvolles Tutorial. Natürlich zu sehen auf dem Kanal von D4L Minecraft. Was haben wir noch? Genau, ganz herzliche Glückwünsche an... Wer war es jetzt? Oh, noch mehr Pilze. Sehr schön. 300 Abonnenten-Special war das der gute... Ah ja, genau, Pixel-Architekt, genau. Der hat auf seinem Kanal oder mit seinem Kanal, wo er seine tollen Bauwerke vorstellt und auch ein Let's Showplay macht, hat er auch extra von mir gefragt, ob er halt das Konzept übernehmen kann. Da habe ich natürlich nichts dagegen. Hat auf seinem Kanal auch inzwischen die 300 Abonnenten erreicht. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Ich habe das Video gratuliert, ich habe den Kanalkommentar gratuliert und jetzt mache ich das hier einfach nochmal im Video. Ja, weil gute Nachrichten kann es eigentlich nie genug geben. So. Und dann können wir mal sehen, wie ich mir hier jetzt dieses Gelände erschließe, damit ich hier mit den ganzen Lücken und Klüften klarkomme und mir halt auch überall schön das Metall abbauen kann. Und vor allen Dingen hier das Gold, das brauchen wir ja für die Powered Rails. So, ich werde mir hier erstmal ein bisschen freiklopfen. So, hier hatten wir ja... Okay, hier will ich mir mal wieder ein bisschen Cobblestone reinsetzen. So, da lassen wir mal. Das ist natürlich jetzt hier wieder eine Höhle vom Feinsten. Was habe ich doch für ein Glück. So, zack. Und warum ist das da unten? Ach, da habe ich eine Fackel hingesetzt. Okay, deswegen ist das hier so hell. Pilze. Alle schön einsammeln. Und natürlich hier das Eisenerz abbauen, denn da bin ich momentan ja besonders scharf drauf. Da habe ich einfach Bedarf, weil ich gerade nichts dabei habe. So, zack, hier weg. Kohle, sehr schön. Nehmen wir auch mit. Und hier noch mehr Pilze. So, dann brauchen wir hier mal ein bisschen die Schaufel. Und hier haben wir wieder Duster. Aha, Creeper. Einmal, zweimal erledigt. Ja, so, gleich die Erfahrungspunkte hier einsammeln. Und oh, noch mehr Pilze. So, hier ist dann aber auch Finito. Das ist doch mal lecker. So, da oben. Dann geht's noch weiter. Oh, die ganze Höhle hier unten voll Pilze. Und noch mehr Höhle. Und was es hier nicht alles gibt. Wow.
machen. Und naja, gut, den einen oder anderen hier mal stehen lassen, damit sich das wieder ausbreitet, damit ich hier unten eine schöne Pilzfarm habe. Zombie, Zombie, nix, okay. So. Nicht, dass wir hier was liegen lassen. Hier werden wir dann noch mit Schönstein die Lücke hier auffüllen. So, damit das ein bisschen auch nach was aussieht. Ja, okay, okay, okay. So, hier lassen wir ein bisschen was stehen. Pilze kann man natürlich auch mit Steinen abbauen. Ach, das ist ja hier Paradies. Zack, zack, zack. Jedenfalls für Pilzfans. So, zack. Okay. Dann. Ach, komm hier. Ach, da unten sogar noch Redstone. Sehr schön. Das ist ja wieder mal eine Höhle hier vom Feinsten. Da geht's auch nochmal lang. Klasse. Dann werden wir uns auch gleich mal hier das ein bisschen freiklopfen. Dass wir das also sehen, dass da noch ein Gang ist. Nicht was, dass wir den später übersehen. So, bin ich jetzt etwa voll. Ja, machen wir hier mal Platz. Und so, dann hole ich mir hier noch das Eisenerz. Deswegen bin ich hauptsächlich hier unterwegs. Ach Mensch, Leute, das ist doch mal wieder ein richtig geiler Ausflug hier in die Höhle. Das lohnt sich doch. Da unten haben wir noch... zack, so. Und dann will ich mal zusehen, dass ich hier wieder zurückkomme zu meinem Wägelchen. Damit ich das nämlich... Na, da kommt noch was. Kiste, ey. So, ziehen wir uns hier erstmal zurück. Dann wollen wir noch mal sehen, ob wir den Burschen nicht irgendwie zu Leibe rücken können. No. Ja, ist ja gut. Oh, und da hinten noch ein Enderman. Sehr schön. Ja, ihr Burschen? Zack, so. Das sollte es gewesen sein. Ja, Leute. Es gibt immer eine Lösung. Und unter Umständen heißt sie Dynamit. So, da haben wir auch noch hier die Erfahrungspunkte eingesammelt. Enderpearl. Buh, ich muss hier wirklich mal zusehen, dass ich den ganzen Krempel hier wegstaue. So. Zack, zack, zack. Und hüppli-hüpf hier hoch. Dass ich nämlich mein Wägelchen belade. So. Ja, es wird nachher noch richtig hier mit dem Streckenbau. So, wo haben wir? Zack, zack, zack. Jawohl, hier steht das Wägelchen. Dann können wir hier doch einfach schon mal alles reinpacken. Pilze, Cobblestone. Die kann ich reinpacken. So, dann haben wir hier doch schon mal erstmal wieder Platz. Allzu viele Pfeile haben wir nicht mehr. Da muss ich ein bisschen aufpassen. So, aber zack, 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 zack. Jetzt können wir nämlich hier gleich wunderschön den Rest alles einsammeln. Graben wir uns hier nach unten. So, zack, zack, zack. Jetzt haben wir nämlich wieder Platz im Inventory. So, und dann leuchten wir hier diesen Bereich mal ein bisschen aus. Pilze, okay. So. Und
Meine Fresse. Das sieht doch hier gut aus. So, zack, machen wir uns hier ein bisschen Platz. Irgendwo tobt wieder. Ah ja, irgendwo tobt wieder ein Zombie rum, wollte ich gerade sagen. So, den haben wir mal schnell mit der Spitzhacke weggehauen. So, dann war doch hier noch Eisenerz, genau. Nehmen wir alles schön mit hier. Zack. So, nix umkommen lassen. So. Und hüppelihüpf hier nach oben. Gott, ist das verschachtelt hier einfach. Da. Ups, müssen wir irgendwie ein bisschen System reinbringen. Sonst geht hier gar nichts. TNT möchte ich da jetzt nicht reinsetzen. Das wäre nicht so gut. Haben wir denn? Da haben wir doch. No, zack, zack. So. Dann setzen wir auch hier mal eine Fackel hin. So, genau. Hier haben wir den Weg nach oben. Das muss ich mir hier alles oder will ich mir hier auch alles noch schön machen, damit also hier die Minecart-Strecke herunterführt oder heruntergeführt werden kann. So, da haben wir jetzt noch eine Fackel aufgesammelt. So, dann füllen wir hier mal das Loch ein bisschen noch auf mit Schönstein. So, und da hinten. Aha, da ist auch Licht. Woher kommt das? Aha, mal gucken. Ah! Ich wollte eigentlich nicht hier runter. Baue ich mir mal gleich den Notausgang. Zack, so erfreulicherweise. Stimme spielt ja mit. So. Hüppelihüpf. Ah, okay, da unten ist Lava, deswegen ist es da hell. Und machen wir es hier gleich. Na klasse. Leute, was für eine Höhle. Wieder einmal. Es ist ja so, zack. Hier haben wir auch noch Eisen, das nehmen wir alles erstmal mit. Das brauche ich, das will ich haben. So, und zack, 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 zack. Hier alles rausgeholt. Ulks. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll, Leute. Meine Fresse. Da hinten nochmal Lava, Kohle, Redstone. Wow. Da nochmal Redstone, Lava. Meine Fresse, das ist ja wieder mal hier vom Feinsten. So, Eisenerz habe ich ja jetzt geerntet. Das heißt, ich kann hier die Schaufeln auch aufbrauchen, um hier den Gravel hier zu holen. Ja, ihr wisst ja, ich nehme das Zeug gerne für den Wegebau. Also nicht nur ich, sondern auch andere Minecrafter. So, hier, zack, das nehmen wir noch mit. Hier füllen wir einfach mal das Loch ein bisschen auf. Auch wenn wir den Krempel hier unter Umständen nachher einfach wieder weghauen. Dann holen wir uns hier noch die Kohle aus der Wand. Aus der Decke vielmehr. Ich hoffe mal, da ist jetzt keine Lava drüber. Aber das sieht soweit ganz gut aus. Da ist sogar noch Eisenerz. Zack, 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 zack. Zack. Na, komm schon. Opf und geht das da noch weiter? Sieht nicht so aus. Haben wir da noch was? Nö, okay. Zack. Okay, hier alles eingesammelt. Schön, dass mir nichts in die Lava gefallen ist. So, Eimer könnte man mitnehmen, um dann hier die Lava abzubauen. Und zack, genau, hier habe ich ja den Zugang. Hier geht's wieder zurück. Wow, Leute, was für eine Höhle, was für eine Höhle. Es ist ja atemberaubend.
Kann man nicht anders sagen. So, dann mache ich mich hier weiter ans Pilze abbauen. Schließlich will ich mein Wägelchen noch voll kriegen. So, hier auf dem Gravel. Schön wegsortiert. Und Pilze gesammelt, noch und nöcher. Haha, das gibt schöne viele Pilzsuppen. Da habe ich da was gesehen. Nur, dass es hier weitergeht. Noch weitergeht, um es mal so zu sagen. Da unten ist Redstone. Redstone, Redstone. Sehr schön. Und hier haben wir nochmal... Ja. Leute, Leute, Leute. Was für eine Höhle. Wahnsinn wieder einmal, kann ich da nur sagen. Und... ja. Also, ist das irre. So, hier kann ich natürlich gleich die... Habe ich ein Schwein gehabt? Da war doch glatt ein Creeper drunter. Was war denn das eben? War doch. Da passierte doch gerade was. Kam da etwa ein Creeper daher? Ah, nee, ey. Also. Zack, zack, zack. So. Ja. Okay, Mensch, dadurch, dass ich hier jetzt natürlich alles ausleuchte, wachsen hier da unten keine Pilze mehr. Da kann ich die auch gleich alle abernten. Da irgendwo eine richtige Pilzfarm. Ja. So, Hauptsache ich kriege mein Wägelchen voll. Das war ja schließlich der Sinn der Sache. So. Schwubbeli schwupp, rubbel die Katz. So. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Und ich glaube, ich mache mir auf die Art und Weise einfach mal unnötig die Schaufel kaputt. Kann das auch sein. So. Hunger hält sich noch in Grenzen. So. Zack, 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 zack. So, Leute, was weg ist, ist weg. Da tobt noch irgendwo ein Zombie rum. Wenn ich meinen Ohren glauben darf. So, einmal verschärfte Aufmerksamkeit. Und etwas Licht in die Sache gebracht. Da hinten ist noch ein Enderman. Aha. Und ein Skelett ist irgendwie hinter mir her. Aha, da sehe ich den Pfeil. Und komm her, Bursche. So. Das war dein letzter Streich. Okay. Ach, ich habe wieder schön Erfahrung gesammelt. Zack, ja, die Barriere lassen wir mal. Aha, aha. Da stehen, wollte ich gerade sagen. Tja, was machen wir da? Ich glaube, wir gönnen uns mal wieder ein bisschen Spaß. So. Und so. Schöne Animation jetzt auch mit dem TNT, mit den Flammen. Das ist ja dieselbe wie bei den Creepern. Oh, wenn die explodieren. Schön gemacht hier in dem Texture Pack natürlich von D4L Minecraft. So. Hier haben wir uns jetzt ein bisschen
Platz verschafft und fast auch gleich eine Treppe nach oben hinbekommen. Das ist doch, ja, TNT hat doch was. Muss man mal so sagen. Ja, als Baumaterial zum Terraforming. So, und hier, zack, wollen wir mal versuchen, dass wir da Licht in die Angelegenheit bringen. Ups. Okay, nichts zu sehen, nur was zu hören. Okay, da hinten ist auch wieder beleuchteter Bereich. Sehr schön. Da haben wir noch Kohle. Gottes Willen, ist das eine Riesenhöhle wieder mal. Also ich bin ja hin und weg. Und ich wollte eigentlich eine kurze Folge machen, weil ich ein bisschen Angst hatte um meine Stimme. Aber die scheint ja erfreulicherweise recht gut durchzuhalten. Also sollt ihr auch was davon haben, indem wir hier einfach mal eventuell auch wieder ein bisschen länger machen. Man nennt mich ja nicht umsonst Master of Überlänge. Und die letzten Folgen waren halt doch ein bisschen kurz. So, jetzt haben wir hier aber schon... ich sollte mir das TNT hier rausnehmen, das wird gefährlich. Haben wir schon mal wieder genug zusammen, dass wir uns aufmachen können zu unserem Wägelchen. Denn ich muss mir Werkzeug machen. Na Bursche, wo steckst du? Ja, das Blöde ist jetzt, dass wir natürlich den Pfeil hier abschießen. So, so, wir sind ja hier irgendwie hoch. Das heißt eigentlich... Zack, hier war das. Was ist denn da hinten noch? Eieieiei, okay. Da ist er. Komm her, Bursche. So. Und jetzt versuchen wir uns hier nochmal als Scharfschütze. Finde ich schön, dass er so ranzoomt, wenn man den Bogen spannt. Dadurch ist man natürlich als Schütze auch noch ein bisschen erfolgreicher. So, ach, und es ist ja wunderbarerweise auch genau der Weg, den ich hier nach oben zu meinem Wägelchen brauche. So, schwuppli schwupp und zack, 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 zack. So, können wir hier das Wägelchen nochmal vollladen mit dem ganzen Krempel, den wir hier haben. Noch mehr. Zack, zack. Och, schön, 49 Eisenerz. Da haben wir hier kräftig was weggesammelt. So, das Gold packen wir auch schon mal in den Wagen. Und es ist Zeit, einen Happen zu essen. Nom 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 nom. Damit ist die Leiste wieder voll und wir heilen uns. Und ich kann hier mir einfach die Werkbank hinstellen und zack, zack. Ach komm, machen wir uns mal 3 Steinhacken, Pickaxes, dass wir hier noch ein bisschen weiter abbauen können. Ah ja, Pilze, können wir hier auch schon wieder wegpacken. So, damit haben wir wieder Platz im Inventory. Federn haben wir keine, Pfeile werden knapp. Aber sonst sieht das ja soweit ganz gut aus. No? So, schnappen wir uns hier nochmal die Axt und dann geht's hier weiter. So, Stone. Na, dass wir hier die Lücken mal ein bisschen zumachen, dass das ein bisschen nach was aussieht. Ah ja, hier habe ich mich mal rumgegraben, nach Zombies gesucht. Okay. So, genau, hier haben wir den. Wow. Wo
es nach unten geht. So. Bom, 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 bom. Es ist natürlich die Frage, wo waren wir hier überall schon? Wo haben wir hier abgegraben? Genau, das war hier. Jawohl, ne? Hier unten habe ich überall die Pilze eingesammelt. Das Erz rausgeholt. Komm, wenn wir hier unten noch eins drum haben. Ach, da brauche ich natürlich eine Metallaxt dafür. Logisch. Ja, aber Kohle und... Schauen wir hier mal den Gang lang. Da hinten ist Licht. Hier haben wir was zum Schaufeln. Irgendwo guckt hier auch noch eine Spinne rum. Das heißt, verschärfte Aufmerksamkeit nicht auf den Boden, sondern auf die Decke richten. Oh, da rutscht wieder hier der Gravel runter. Aber den holen wir uns doch einfach mal. Ah, schön. Und da ist auch noch Eisen in der Wand, das hier hinter dem Gravel versteckt war. Mal sehen, ich will hier den Gang noch ein bisschen weiter ausleuchten. Kinder, wo führt uns das hier alles nur hin? Was habe ich hier wieder mal entdeckt? Es ist doch, ja, wundervoll. Aber, da oben, mal gucken, was da ist, ob da was ist. Auf jeden Fall mal ein bisschen Lichter in die Angelegenheit. Okay, da scheint nichts zu sein. Von dort oben sollte mir also nichts auf den Kopf fallen. So, dann fangen wir hier die zweite Steinschaufel an. So, geht jetzt alles natürlich ein bisschen langsamer mit den Steinwerkzeugen, aber trotzdem holen wir... Ach, schön, schön, schön Material haben wir hier. Ach ja, also, da haben sich ja unsere Minenarbeiter hier genau die richtige Stelle ausgesucht. Für ihr Dorf in dieser Mine gibt es wirklich einiges zu holen. Nicht zu sagen viel. Und das von allem. Ja, also. Da haben wir hier wieder mal jede Menge Sachen, die wir mitnehmen können. Komm, ich will hier mir noch den Gravel mitnehmen. Dass wir hier auch wirklich die Schaufel noch abbrauchen. Was weg ist, ist weg. Ja. So, und schließlich brauche ich ja auch den Flintstone, den ich hier kriege, wenn ich Gravel abbaue, um neue Pfeile zu machen. Federn müsste ich, glaube ich, oben noch haben. Ansonsten müssen wir oben mal ein bisschen Hühner jagen, Hühner umschubsen. Ja, oder des Nachts auf Zombiejagd gehen. Ja. So, damit haben wir hier... Das ist soweit auch ausgeräumt. Ach komm, gönnen wir uns einfach noch mal ein bisschen Spaß mit TNT. No, so. Zack, da rein. Die Erde dürfte es da oben ganz gewaltig aufräumen. Jawohl, no. Haben wir hier schön was freigesprengt. Da oben ist noch mehr Erde. Wieso soll ich das mit Schaufeln beiseite räumen, den Dreck? Wenn ich TNT habe, das da ja doch ein Stück effektiver ist. So, hier habe ich wieder Schönstein. Damit kann ich mir hier den Gang bauen. Ein bisschen hier noch weghacken. Ja, da sollten wir doch nochmal das einsetzen können. Die Erde haben wir schließlich mehr als genug. Zack. Und ja, mal sehen, was wir da oben alles ausgraben. So. Zack, ein bisschen Licht hier in die Angelegenheit bringen.
Material einsammeln. Denn meistens ist ja, wie gesagt, wie wir schon häufig festgestellt haben, hier am Rand von solchen Erdblöcken oder Erd- und Gravelblöcken hier unter Tage ist ja noch mal irgendwo Eisen oder Kohle oder sonst was. Ja. Ein bisschen noch mal nachforschen hier. Na, okay. Komm hier hin, zack. Okay. So. Boom, fire in the hole. So, da machen wir uns auch mal den Übergang. Hin, zack, zack. So, können wir uns hier wieder... Na, wer sagt's denn? Noch? Ich glaube aber, für Gold brauche ich auch eine Metallhacke, kann das sein? Wir werden es mal einfach mal probieren. Ja, das dauert. Ja, okay. Also, ich brauche tatsächlich eine Spitzhacke, eine Metallspitzhacke, um hier das Golderz abzubauen. Das heißt, hier sollte ich erstmal nicht weitermachen, sondern das Gold einfach nur erstmal so weit freilegen, dass ich es nachher nicht übersehe. Und vielleicht auch mal gucken, ob da noch nicht noch mehr Gold drumherum liegt. Und da haben wir noch was. Also jetzt kein Gold, sondern ein Punkt, wo wir schon mal waren. Das ist doch eine Ecke, die kennen wir schon. Und hier haben wir noch mal Eisenerz. Das können wir doch glatt mitnehmen. Ach, schön. Also, selbst mit einer Steinhacke kann man hier jede Menge Ressourcen rausholen aus dieser Höhle. Ist doch mal richtig. Was richtig Feines. So, da haben wir oben noch. Ja. Das Gold. So, und dann mal gucken. Jawohl, hier wollte ich nicht weitermachen. Das war ja der lange Gang. Genau, da habe ich mich nach oben gesprengt. Haben wir hier noch irgendwas rumzufliegen? Ja, wir haben hier noch jede Menge Viechzeug rumzuturnen. Okay, das hört man ja. So, ich nehme mir hier sicherheitshalber das Schwert. So, da haben wir hier den Aufgang. Ach, da hinten. Okay, Leute, ich will jetzt aber hier nicht großartig auf Jagd gehen. Schwert habe ich zwar, aber Pfeile sind halt knapp, sondern ich möchte hier einfach schon... Ich meine, da war doch noch Kohle. Ja, okay. Ja, die kann ich hier auch nicht fertig machen, ohne Pfeile und Bögen zu verschwenden. So, dann leuchten wir hier nochmal weiter aus. Und dann holen wir uns hier noch die Kohle aus der Wand. Beziehungsweise... Jawohl, das ist ja noch was. Da scheint ja auch noch ein bisschen mehr dahinter zu stecken. Schauen wir mal, wie viel das letztendlich wird. Oh, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. So. Irgendwie müssen wir ja doch hier unsere Steinspitzhacken noch abarbeiten, ne? Das ist ja... So. Ach, Kohle. Kohle. Ja, ich muss mir den neuen Kohle-Song mal richtig raufschaffen wieder. Was heißt wieder? Ups. So, plumps. Und zack. Und zack, da auch raus. Jawohl, da ist dann auch nichts mehr. So, sehr schön. Zack. Und hier eingesammelt. Und eingesammelt. Und wir haben auch wieder mal... Gottes Willen, ist das hier eine Konstruktion? So, hüppelhüpf und hüpf. Es übt doch irgendwie, muss ich sagen, dass man sich so langsam hier immer besser zurechtfindet. Also in Höhlen
zum Beispiel, weil ich glaube früher so um die Folge. Ah, meine Fresse, jetzt ist mir aber eben so eine Gänsehaut über den Leib gefahren. Du hast es nicht anders verdient. Für den Schreck. Ich wäre eben vor Schreck fast gestorben. Und das Hühnchen, das stirbt jetzt wirklich. So. Zack, Gravel weg, Eisenerz weg. Ach, Chicken weg, Fleisch weg, Federn weg. Kohle, sehr schön. Dann nehmen wir das mal mit. Erde und Cobblestone. Haben wir ja fast das Wägelchen voll. Ich würde natürlich noch gerne hier die restlichen Pickaxes aufbrauchen. Schauen wir uns noch mal ein bisschen um hier. Meine, hier ist natürlich jetzt nichts mehr. Achso, die kann ich wieder einpacken, die Werkbank. Die habe ich nämlich immer gerne dabei. So, und packe ich mir das Werkzeug mal dazu. Ja, Fressalien haben wir ja noch. Nur rüstungsmäßig sehen wir halt schlecht aus. Das ist, ja. So, ach, Fackeln könnte man sich einfach noch mal ein bisschen machen hier. Zack. Haben wir wieder was. Genau, hier waren ja die Gänge, die ich mir für die Zombies gegraben habe. Ja, will ich jetzt wirklich hier lang? Ah ja, kommt Leute, ein bisschen können wir uns hier noch umschauen. Auch wenn ich jetzt an Gold und so weiter nicht rankomme. Hier wäre halt nochmal Gelegenheit, ein bisschen eine Schaufel abzuarbeiten. Ja, wer den Dreck nicht ehrt, ist des Goldes nicht wert. Oder sowas. Ach komm, wir machen mal wieder hier die Spaßmethode. So. Und Fire the Hole, Deckung. Dafür hat man noch TNT. Ja, wer sagt's denn? Wer sagt's denn? Da können wir doch gleich hier wieder Gravel abbauen. Und da oben sehe ich doch schon wieder Eisenerz und noch mehr Höhle. Eieieiei. Ist das nicht herrlich? Ja, da hat's hier eine Menge weggerissen. Und da unten haben wir auch schon wieder erleuchtetes Terrain. Wo wir also schon mal zu Gange waren. Das scheint hier doch alles miteinander verbunden zu sein. Beziehungsweise nur durch relativ dünne Wände voneinander getrennt. Jedenfalls, wenn man hier mit TNT arbeitet. So, da haben wir jetzt die Schaufel abgearbeitet. Tugal. So, da oben ist noch Kohle. Sehr schön. Deswegen habe ich das hier doch rausgerissen. So, zack. Komm, die Steinspitzhacken, die müssen hier einfach mal abgearbeitet werden. Ne? Sonst. Dann schauen wir noch mal entweder im Vordetritus vorbei oder hier in den Lagern von Neptuns Dank. Die sind ja gut gefüllt. Da hole ich mir dann noch mal Diamanten oder gleich Diamantenwerkzeug. Das macht sich hier doch recht gut, weil man hier doch jede Menge davon gebraucht, verbraucht, verwendet. So, wo ist mir der Kram jetzt hingeplumpst? So. Hier waren wir schon mal. Okay. Zack, komm hier. Und, ach, da oben ist ja noch. Das holen wir uns noch. Zack. Ist da vielleicht noch ein bisschen mehr? Nö. So, und dann sehen wir mal zu, dass wir da oben noch Licht reinbringen. Okay, das wäre jetzt aber wirklich was für eine Schaufel. Schauen wir mal.
Ach, haben wir ja schon wieder ganz gut was beisammen und ich denke mal jetzt. Ah, komm, hier, das hier sammeln wir auch noch ein. Zack, wenn es schon rumliegt. Na. Ja, irgendwo hinten kreuchen wieder Zombies. So, und ich glaube, das ist hier. Jawohl, genau. Zack, zack, zack. Hier geht's hoch zu meinem Wägelchen. Hübbelihüpf. Und ja, jetzt habe ich hier natürlich nicht überall Stützpfeiler gebaut, sondern erstmal Material rausgeholt. Schön, 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 schön. So, den Dirt packen wir hier noch mit. Rein. Zack, die Cobbles. Den Gravel. Passt ja schon fast gar nicht alles. Okay, zack, nehmen wir die Federn hier mit. Ein bisschen kann ich ja auch noch bei mir tragen. Das soll es ja nicht sein. Ne? Jo. Dann haben wir den Wagen voll geladen und dann schieben wir hier mal ab. Zack, zack, zack. Und jetzt sollte er von alleine hier weiterkommen. Jawohl, das sieht gut aus. Zack, da geht er hoch. Und la-da-da. Jawohl, ist er oben angekommen. Draußen ist es duster. Das heißt, wir müssen hier erstmal ein bisschen vorsichtig peilen. Huch, wo ist denn der Wagen hin? Ist der jetzt wieder runter oder ist der irgendwo hängen geblieben? Oder. Ach, der ist mir wieder runtergerutscht. Hat er doch nicht richtig Schwung gehabt? So, zack. Zack, hoch da. Zack, da geht er hoch. Okay. Da kommt er zurück und ha, gehen wir hier ihm noch mal einen Schubs. Jawohl, dann ist er. Ach, ich glaube. Ja, ich habe ja hier. Zack, das Ding angelassen. So, jetzt verschärfte Aufmerksamkeit hier beim Entladen. Nicht, dass mir hier irgendwas was wegpustet. Haben wir hier schön Beute gemacht. Das sammeln wir jetzt alles ein. Okay. Also irgendwie mit Pfeil und Bogen eine Kiste aufmachen ist nicht ganz die richtige Methode. So, hier haben wir auch nicht mehr viel Platz. Haben wir hier denn noch Kisten? Ja, dann machen wir das mal. So, dass wir uns zack, zack, hier was hinstellen und dann können wir hier schon mal alles Mögliche erstmal einfach reinknallen. Zack, 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 zack. Dass wir hier dann später sortieren können. Zack, die Pilze noch weg. So. Und zack, 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 sortiert wird. Später erstmal hier alles reingedroschen. Nicht, dass mir hier was verloren geht. So. Ja, sortiert wird später. Reiche Beute haben wir hier gemacht. Ihr seht. Das Fleisch, Enderpearls, Gold, zack, Eisenerz, das nehmen wir mal alles mit nach oben. Auch die Kohle. Ne, ich habe hier unten einen Ofen zu stehen, das werden wir uns gleich mal anschauen. Zack, zack, zack. Dafür haben wir allerdings oben alles schon an Krempel. Die Kiste sortiere ich mir hier wieder rein. Ne, eine Kiste bleibt hier, die brauchen wir nämlich für das Minecart. Hier haben wir noch Eisenerz. Ja, okay. Erstmal soll's das so sein. Ja, ich werde hier den Krempel erstmal wegsortieren. Werde auch zusehen, dass ich das, was ich hier an Material drin habe, dass ich das alles wegschaffe an die Plätze, wo ich es dann wirklich lagere. So, hier das Zeug weggeräumt. Und zack,
das Eisenerz in den Ofen rein. Der hat hier erstmal eine Weile zu tun. Ja, das soll es erstmal für die 165. Folge gewesen sein. Nächstes oder als nächstes gibt es was ganz Besonderes in Zusammenarbeit mit The Kuchenmaster. Etwas, ja, ein Special in der Form, dass eine Welt von einem Spieler zum anderen einfach mal weitergereicht wird. Jeder macht dazu eine Folge und dann geht's halt weiter mit dem nächsten. Das wird es dann am Sonntag geben. Und ja, ich werde die Folge hier jetzt erstmal durchrendern und hochladen, sodass er die also hier am Samstag irgendwann, ja, am Morgen oder Vormittag dann habt zum Gucken. Und ja, werde hier dann auch weitermachen und zusehen, dass ich also dieses Special dann zusammen mit Kuchenmaster hier eine schöne Folge für euch mache. Komplett fremde Welt. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Ich werde das ganze Ding dann also blind spielen. Mal sehen, was mich da erwartet. Ja, und ja, Stimme wird langsam rau. Ist also der rechte Zeitpunkt, um sich jetzt hier zu verabschieden. In diesem Sinne, adieu mit Ö.